Weniger als 48 Stunden nach Beginn der größten Militäroffensive im Westjordanland seit 2 Jahrzehnten hat Israel seinen Einsatz beendet. Bei dem Einsatz in Jenin, der Hochburg militanter Palästinenser, wurden mindestens 12 Palästinenser getötet und mehr als 100 verletzt. Auf israelischer Seite starb ein Soldat. Als der Rückzug begann, wurden aus dem Gazastreifen Raketen Richtung Israel abgeschossen. Die israelischen Streitkräfte reagierten mit Luftangriffen. Zuvor hatte ein Palästinenser in Tel Aviv einen Anschlag verübt und Menschen verletzt, als Reaktion auf die Operation in Jenin. Israels Ministerpräsident schloss weitere Militäroperationen nicht aus. Die UNO hat das Ausmaß der israelischen Luft- und Bodenoperationen verurteilt, insbesondere die Luftangriffe auf ein dicht besiedeltes Flüchtlingslager in Jenin. Laut israelischem Militär habe sich die Antiterroroperation auf die Beschlagnahme von Waffen und die Bekämpfung von Terroristen konzentriert. Die Palästinenser nennen es eine Invasion.